Solange der Mensch nicht direkt unmittelbar eintaucht in das Wasser, weiß er nicht, was Wasser ist. Solange er kein Wasser trinkt, weiß er nicht, was Wasser ist. Es geht um die unmittelbare, direkte Erfahrung. Und das ist wahre Religion, wahre religiöse Verbundensein mit Gott durch die Erfahrung der Gottesinnerlichkeit. Und in dieser Sichtweise, von dieser höheren Einsicht aus, ist es so, dass wir uns das Wort Jesu erinnern, der sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Mit anderen Worten, solange ihr die Wahrheit nicht erkennt, werdet ihr unfrei sein. Und wenn ihr jeden Tag 10 Stunden in die Kirche rennt und betet und macht und tut und euer ganzes Vermögen an die Armen verschenkt und was weiß ich alles, werdet ihr unfrei sein. Solange ihr die Wahrheit nicht selbst erkennt, nicht glaubt, bloß weil irgendwelche Beamtete, Kirchenpriester jetzt da das verkünden, sondern es selbst erkennt, am eigenen Leib erfahrt, solange das nicht der Fall ist, werdet ihr unfrei sein. Denn die Wirklichkeit selbst ist offenbar, hell, klar, offenbar, strahlt sie. Weshalb Huang Po sagt, ein gewaltiger Zen-Meister aus dem 9. Jahrhundert, der Geist ist von strahlender Klarheit erfüllt und deshalb werft eure alten, toten Begriffe fort, befreit euch von allem. Und dann wirst du zu einer weißen Fläche, einer weißen Tafel, auf die der göttliche Allgeist mit seinem Finger das göttliche Wort schreiben kann. In dein Herz hinein, in den tiefsten Grund deines Herzens. Und dieses göttliche Wort ist, wie es schon im Johannesevangelium heißt, es ist Christus, Jesus Christus. Das göttliche Wort ist der Aushauch, die Offenbarung des göttlichen Seins mitten der raumzeitlichen äußeren Erscheinungswelt. Das Wort im Grunde der Seele. Da aber dieses Wort, diese Offenbarung sich auch offenbart durch die großen Meister wie Buddha, Shankara, Riya, Meister Eckhart, ist es letztlich diese eine Wahrheit, sodass wir sagen können, das Wort im Grunde deiner Seele ist der Atman. Und dies wiederum bedeutet, wenn ihr das Johannesevangelium nicht nur mit den konventionellen, gewohnten Sichtweisen und dem gewohnten Verständnis und der gewohnten Vorgehensweise lest, sondern in der Weise des allumfassenden, all des zusammenbindenden Erkennens, dann werdet ihr erkennen, wenn ihr vergleicht mit den großen alten indischen Urschriften der Upanishaden, dass immer wenn von Atman, das wahre göttliche Selbst, das reine Liebe ist, reine Erkenntnis ist, reine Wahrheit und als das göttliche Wort bezeichnet wird, dass jedes Mal, wenn eben Jesus spricht im Johannesevangelium, ist der Atman in dir ist. Es ist der Atman in dir, der spricht. Das göttliche Wort, das im Grunde deiner Seele spricht. Jesus, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Das bezieht sich nicht auf die historische Gestalt, die jetzt vor 2000 Jahren in Jerusalem da rumgelaufen ist, sondern es bezieht sich auf dieses göttliche Wort im Grunde deiner Seele, auf dein wahres Selbst, dein wahres Sein. Das Leben,
als das reine Sein, dieses reine Sein als das Leben, das allem Leben in unendlicher, nie endender Fülle Leben gibt. Es ist in dir selbst, dieses Selbst, dieses Leben, dieses Sein. Und das ist der Atman. Der Atman wird bezeichnet als der Aushauch von Brahman. Der Aushauch von Brahman. Brahman, die göttliche Wirklichkeit in Upanishaden. Und wenn wir es auf die christliche Mystik beziehen, ist es der Aushauch des gesprochenen Wortes des Vaters in die Seele des Menschen. Und da dem so ist, wie ich jetzt angeführt habe, soll das eigentlich jeden Menschen offensichtlich sein, wie unheimlich notwendig und dringlich es ist, sich eben dieser inneren Lebensquelle, dieser inneren todlosen Wirklichkeit in ihm selbst zuzuwenden.